KI-Gedicht zum Geburtstag. Wir bauen einen Teil von unserem Büro um. Wir hatten mal mit 6 Arbeitsplätzen geplant, aber wir brauchen einfach ein paar mehr. Die Schreibtische, die kommen jetzt beide raus und dafür kommt hier quasi ein langer durchgehender Schreibtisch rein. Die Leute haben dann keine festen Schreibtische mehr, sondern ziehen sich quasi ihre Sachen aus dem Schrank, gehen an den Schreibtisch. Wir backen heute den Kuchen fertig. Für wen backen wir denn den Kuchen? Für Geburtstag. Genau, haben wir gestern schon mit angefangen. Wir haben gestern schon den Sirup gemacht. Magnus kriegt einen ganz besonderen Kuchen. Es ist mittlerweile auch schon ziemlich spät, es ist um 11. Einen Transporter habe ich heute Morgen schon geholt mit den Kindern. Wir haben auch schon gefrühstückt mit den Kindern. Das heißt, Marc und ich, wir können jetzt los. Aber vor, wir haben noch einen Blick auf Martha. Marc, ich habe dir da schon mal Kindersitze reingestellt. Das ist lieb von dir, ja, danke. Hier laufen ein Meter ab 24 Euro. Das wäre perfekt. Also haben wir jetzt echt die Platten gefunden, die wir wollen. Wir haben das Problem, dass wir ziemlich auf Lücke rechnen. Das heißt, wir nehmen jetzt 2 Platten, die 2,60 Meter lang sind und lassen uns die dann zurechtstellen auf 2,25 Meter. Marc ist ja so ein riesen Messi, der immer alles aufheben muss. Und jetzt hat er eben Tatsache einmal recht gehabt. Von der Tischplatte bleibt ja ein Verschnitt übrig, ein relativ großer. Und ich hätte ihn hier gelassen, weggeworfen. Und irgendwie hat es jetzt ergeben, dass das ein super Küchenbrett wäre. Das heißt, wir haben jetzt quasi ein riesig tippitoppi Küchenbrett beide gewonnen. Ja! Damit haben wir den ersten Teil unseres Einkaufs hinter uns. Das heißt, wir haben das ganze Holz, wir haben Tischplatz, wir haben noch die Tischbeine und 2 Schränke. Und dann können wir endlich anfangen aufzubauen und umzubauen. Oh Gott, ich will als die aussieht! Uns hat doch eben wirklich, während wir unser Zeug eingeräumt, jemand den Wagen geklaut. Hat sich den Wagen genommen mit dem Geld drin. Jetzt fahren wir noch zu Ikea. So, das wird jetzt ein riesen Zeitsprung. In weiser Voraussicht habe ich die Kamera vorhin zu Ikea nicht mitgenommen, weil es so unendlich gerammelt voll war. Keiner ist so blöd und geht auf den Samstag 14 Uhr zu Ikea. Mittlerweile ist auch schon 16 Uhr, weil wir haben schon alles ausgeladen und auch den Transporter noch weggebracht. Haben beide tierisch mega riesen Hunger und fangen jetzt an, alles auseinanderzubauen, aufzubauen. Das ist tatsächlich ein riesengroßer Zeitsprung. Marc und ich, wir mussten uns so sehr beeilen, das hier alles aufzubauen, um überhaupt irgendwann fertig zu werden, dass ich vergessen habe, weiter zu filmen. Aber wie ihr seht, es ist echt großartig geworden. Ursprünglich standen hier mal 2 Tische. Jetzt sind hier 4 Arbeitsplätze. Hinten hört man die Kinder noch brabbeln. Die sind nämlich auch gerade eben erst ins Bett gegangen. Die sind total aufgeregt. Die Leute haben, ich zeige euch das gleich, wir haben, ach, ich nehme euch einfach mit, so ein Regal hier aufgebaut. Dieses Regal. Letztendlich setze ich das so zusammen, dass jeder einen Postkasten hat. Da drüber ist eine Box, da drüber ist der Rechner, wenn sie die hier lassen, dann haben die so eine Mappe, die können die aufhalten, da sind so unterschiedliche Fächer drin. Und wenn die morgens kommen, nehmen die sich einfach dieses Ding, diesen ganzen Packen und laufen damit an den Platz, den sie gerne haben möchten. Letztendlich ist es völlig egal, wo sie sitzen. Ja? Es gibt 2 Ausnahmen, das sind unsere beiden Illustratoren, die haben ihre eigenen Plätze. Aber ansonsten arbeiten alle nach genau diesem System. So, das war's für heute, wir sehen uns morgen. Hallo, wir machen jetzt Papa macht die Creme. Hä, wolltest du das sagen? Guten Morgen! Wir haben heute Morgen spartanisches Frühstück gehabt. Sieht jetzt wirklich nicht so prall aus, aber... Ich habe Frühstück allein gemacht. Dann ist noch Tilda hat ganz allein den Frühstückstisch gedeckt. Das war das erste Mal, glaube ich, oder? Mhm. Das kannst du jetzt jeden Sonntag machen. Magnus hat ja morgen... Geburtstag! Magnus hat morgen Geburtstag und Magnus hat sich einen Kuchen gewünscht. Den zeige ich euch. Diesen Kuchen hat sich Magnus gewünscht. Dieser Kuchen besteht aus ungefähr 10.000 gefüllten Einzelteilen. Das heißt, Tilda und ich, wir haben vorgestern schon Sirup gemacht. Ich habe auf jeden Fall eben schon den Teig gemacht. Jetzt müssen wir noch die Creme machen. Und da muss man eigentlich alles nur noch zusammensetzen. Das Problem ist, was wir nicht beachtet haben, das hier sieht so aus, als wäre das nur ein Stück. Das ist aber der ganze Kuchen. Das heißt, auch die Mengenangaben in dem Kuchen, die sind für dieses eine Stück. Und ich muss das jetzt die ganze Zeit hochrechnen, weil Magnus möchte den Kuchen gerne morgen mit in die Kita nehmen. Und ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Willkommen in unserer Küche. Ich habe hier irgendwie, Tilda hat mich aus Versehen gekratzt, deswegen habe ich jetzt hier 2 schöne Pflaster. Also wir haben eine ganze Menge vorbereitet. Hier ist die Creme drin.
Und jetzt müssen wir zum Schluss noch alles zusammensetzen. Da ist ein Biskuitboden drin, da Zuckersirup getränkt, der Biskuitboden, pürierte Erdbeeren, an den Seiten stehen lauter Erdbeeren, dann Creme, wieder ein Biskuitboden, Sirup, Erdbeeren, Creme. Und jetzt warte ich, dass das hier fertig wird. Da kommt zum Schluss noch eine rote Glasur rauf. Es hat zugegebenermaßen ziemlich lange gedauert mit dem Kuchen. Ich hoffe, dass er schmeckt. So, was wir jetzt machen ist, Bücherboxen auspacken. Was ist denn das Thema diesen Monat? Was könnte das wohl sein? Also, das sind Piratenbücher. Die Briefe werden ja in der Behindertenwerkstatt gepackt, hier in den Stephanus-Werkstätten. Und wir haben dort einen, der sich ausschließlich um die Bücherboxen kümmert. Und das ist Sebastian. In den Bücherboxen kommt ja immer so ein Briefumschlag. In dem Briefumschlag ist einmal eine Karte, die man an Freunde verschicken kann. Und dann ist immer, kommt die Librileo-News, immer in einer anderen Sprache, hallo, diesmal chinesisch, ni hao, und dann immer ein Text, der für die Kinder ist, um die Kinder nett anzusprechen. Und auf der Rückseite, das haben die beiden noch gar nicht gesehen, gibt es immer ein Ausmalbild oder ein Rätsel. Ja. Ahoi, ihr kleinen Piraten. Wir haben diesen Monat Piratenbücher für euch ausgesucht. Fast alle Kinder lieben Piraten. Und da die Faschingszeit gerade begonnen hat, ist es doch echt praktisch, etwas mehr über die Seeräuber zu erfahren, oder? Ja. Ist das gut? Zeig mal. Ja. Oh, das ist cool, Maggie, ja? Das Konzept von Librileo, jeden Monat gibt es eine Bücherbox für Kinder mit immer einem anderen Thema drin. Und diesen Monat? Piraten. Acht alberne Abenteurer, Aaron, Armin, Albrecht, Achim, Eike, Alfons, Art und Andi, angelten nach appetitlichen Aalen. Aber als alle Aale es ahnten und ablehnten anzubeißen, ärgerten sich die acht. Bertram. Wer ist Bertram? Du. Ja. Bertram, das ist der Boss der Bande, besitzt den besenhaftesten Bart an Bord wie ein Bär. So, jetzt machen wir den Kuchen fertig. So, ich gebe ehrlich zu, ich war ein bisschen übermütig anscheinend. Ist übergelaufen. Kuchen fertig, zeige ich morgen. Vorbereitung. Bei Magnus morgen Geburtstag. Und ich finde, Geburtstage sind ganz besonders. Der ist schon ganz so aufgeregt. Morgen feiern wir Magnus Geburtstag. Am Dienstag kommt die Stiftung, die unser Unternehmen fördert für einen halben Tag. Dann haben wir unser Dinner, Schwarz und Fuchs. Ich kann es, glaube ich, gar nicht verraten. Wir haben echt tolle Gäste. Wir haben Waldemar Zeiler von Einhorn. Guckt das nach, ey. Ist richtig geil, vegane Kondome. Jörg Reinbold von Axel Springer Plug and Play. Jan Thomas von NKF Medien. Hannes Kurt von Quinsol. Eckhard Baumann und Renate Künast. Und das ist echt cool, weil das ist jetzt das zweite Mal in Folge, dass wir eigentlich einen Spitzenpolitiker hier hatten. Wir hatten beim letzten Mal Gregor Gysi hier sitzen und diesmal Renate Künast. Ich bin echt gespannt. Mittwoch ist bei uns großer Meetingtag. Ich habe ein Meeting nach dem anderen. Und Donnerstag fahre ich nach Leipzig. Also echt eine anstrengende Woche. Und Freitag, glaube ich, schaufel ich mir in mein eigenes Grab. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Magnus. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag, kleiner Mann. Ja, und noch eine. Für dich gemalt. Ich hab's hier drauf. Alles Gute zu deinem Geburtstag, lieber Magnus. Ich bin ein Prinz. Ich bin ein Prinz. Die lasse dir doch immer gesehen. Warte, cool. Richtig cool. Bein, na, erst ein Bein rüber. Ist der Bein rüber? Happy birthday to you. Happy birthday.